Hallo zusammen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel HC Erlangen gegen den TBV Lemgo-Lippe. Zur Halbzeit stand es 11 zu 15 und auch trotz eines starken Kampfes in der zweiten Halbzeit unterliegt der HC Erlangen am Ende Lemgo mit 24 zu 28. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Trainer, den Gästetrainer Florian Kehrmann und unseren Cheftrainer Michael Haas. Zudem begrüße ich natürlich auch unseren sportlichen Leiter Raul Alonso. Dann geht natürlich heute auch das erste Wort wie immer an die Gäste. Wie haben Sie das Spiel heute wahrgenommen? Ja, schönen guten Abend. Ja, wie habe ich es wahrgenommen? Erstmal bin ich stolz auf meine Mannschaft für den am Ende, glaube ich, auch verdienten Sieg. Wir haben von Anfang an ja, dieses, ich glaube, sehr kampfbetonte Spiel angenommen. Wir sind in die Zweikämpfe vorne und hinten gegangen, haben hinten sicherlich gerade in der Anfangsphase Beton angerührt, konnten da direkt auf 6-1 gehen. Da hat fast alles funktioniert vorne und hinten. Und ja, dann plätscherte das Spiel so ein bisschen hin und her. Ich glaube, es war trotzdem sehr intensiv. Und dann haben wir ab der 27. Minute bei 8:15 so ein bisschen vergessen, den Ball ins Tor zu werfen. Machen vor der Halbzeit zwei, drei freie Chancen nicht rein, bringen Erlangen dann wieder ins Spiel. In der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit auch, wo wir, ich glaube, zwei freie wieder liegen lassen. Und da bei 13:15, da kann das Spiel schon so ein bisschen kippen. Dann haben wir wieder ein bisschen, ja, den Fuß aufs Gas bekommen, haben wieder drei Tore dazwischen stellen können, einmal vier Tore und hatten so ein bisschen wieder die Kontrolle, haben wir auch gegen die 5-1 eigentlich ganz gute Lösungen gefunden. Letztendlich haben uns dann auch so sehr viele Zeitstrafen so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir kamen dann nicht mehr in die Abwehr und an einfache Bälle. Und dann war es, glaube ich, in der 49. Minute ein relativ offenes Spiel, wo wir aber trotzdem immer geführt haben. Und haben da nochmal zwei, drei Big Points gemacht, wo wir auf drei stellen können. Und am Ende, glaube ich, musste Erlangen dann ein volles Risiko gehen. Und dann lief die Zeit auch ein bisschen weg. Aber ich glaube, was wir heute gesehen haben, war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Darauf hatten wir die Mannschaft vorbereitet. Und sie hat das super angenommen. Und da bin ich echt stolz, weil ich weiß um die Qualität dieses Jahr von HC Erlangen. Das haben sie jetzt in der Bundesliga im Pokal bewiesen. Und wir wussten um die Schwere der Aufgabe und umso ja, wertvoller sind die beiden Punkte. Danke. Vielen Dank. Hassan, die Mannschaft war heute leider früh mit dem Rückstand konfrontiert, kämpfte sich aber immer wieder zurück. Warum wollte es dann am Ende doch nicht ganz sein? Ja, Abend zusammen, Glückwunsch Flo und Lemgo zu dem wirklich verdienten Sieg. Ja, das ist aus unserer Sicht natürlich irgendwie schnell erzählt. Das Spiel beginnt genauso, wie es ein Heimspiel nicht beginnen sollte, im hohen Rückstand 6-1. Wir hatten nicht so richtig Zugriff zum Spiel, ein bisschen Pech. Die ersten drei Tore sind so ein bisschen aus dem Zeitspiel. Letzter Wurf, der geht dann halt rein. Dadurch wird uns komplett das Moment im Spiel genommen. Wir haben dann dadurch komplett unser Selbstbewusstsein verloren. Obwohl ich auch zugeben muss, dass wir von Anfang an nicht so den gleichen Biss hatten oder nicht den gleichen Mut, wie wir das gegen Flensburg hatten. Dazu kamen dann drei, vier Negativerlebnisse, die uns dann Probleme gemacht haben. So dass es dann auch mal minus 7 stand in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich bitter. Und da wieder zurückzukommen, ist schwierig. Wir haben das aber dann tatsächlich geschafft. Wir haben ein bisschen umgestellt, hatten dann eine Torhüterleistung mit Zimmer, hat sehr, sehr gut hinten ein paar Freie auch weggenommen. Und dann sind wir zur Halbzeit eigentlich wieder im Spiel. Ist das Moment für uns gekippt. Und nach der Halbzeit, ja, brauchen wir wieder ein paar Minuten, bis wir wieder ein Tor machen. Und kriegen es dann gedreht mit der 5-1-Deckung, mit einer guter Torhüterleistung. Aber wir haben es nicht geschafft, unser Moment im Spiel wieder zu finden und so wirklich irgendwie Kontrolle oder richtigen Zugriff zum Spiel zu bekommen. Trotzdem hatten wir die Gelegenheit, vielleicht sogar auszugleichen. Ich glaube, die Chance zum Ausgleich war eine freie 6-Meter-Chance. Wenn die reingeht, hätten wir uns vielleicht noch irgendwie was erhoffen können. Wie gesagt, es hätte noch viel optimal laufen müssen, dass wir noch für einen Punkt in Frage gekommen wären. Aber am Ende, ja, mussten wir aufmachen. Das Ergebnis geht dann so in Ordnung. Bin mit der kämpferischen Leistung dann ab Ende erster Halbzeit sehr zufrieden. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie zurückkommen kann. Aber muss auch sagen, wir haben gegen eine sehr gute Lemgoer Mannschaft gespielt, die in Tim Sutan einen Rückkehrer hatten, die eine sehr stabile Abwehr stellen mit einigen der besten Abwehrspieler, die wir so in der Liga haben. Da sind wir heute nicht so souverän durchgekommen, wie wir das eigentlich in den letzten Spielen angedeutet haben, dass wir es drauf haben. Also nochmal Glückwunsch und gute Heimreise. Für uns tut das natürlich weh, weil wir den Schwung irgendwie mitnehmen wollten aus dem Pokalspiel. Wir hatten eine gute Stimmung, jetzt gute Grundstimmung. Und deswegen tut so ein Spiel weh. Wir warten weiter auf einen Sieg gegen Lemgo. Danke dir. Raul, Hassan hat es schon angesprochen, es sollte heute irgendwie nicht wirklich sein.
Was ist deine Einschätzung zum Spiel, aber was kann man vielleicht auch für die nächsten Wochen noch mitnehmen aus dem Spiel? Ja, guten Abend zusammen. Zuerst auch von meiner Seite Glückwunsch an den TBV Lemgo und an Flo für den verdienten Sieg. Beide Trainer haben das Spiel sehr gut analysiert und wiedergegeben. Ich glaube, dass der Knackpunkt letztendlich am Ende des Spiels stattgefunden hat oder in der letzten Phase des Spiels, wo wir die Chance haben, mehrmals ein bisschen näher ranzukommen. Aber wie bereits gesprochen, ist es einfach nicht gelungen. Es ist ärgerlich, das tut natürlich auch weh. Wir sind auch heute enttäuscht, weil wir in den letzten Wochen auch gezeigt haben, dass wir auch ein anderes Level auch zeigen können. Aber wir müssen auch in der Lage sein, wenn wir nicht die Topleistung abrufen können, über den Kampfgeist zurückzukommen. Das ist uns gelungen. Das ist das, was wir heute als positiv bezeichnen können. Und letztendlich ist es das, was uns weiterhin in Zukunft ausmachen sollte. Deshalb, wir gehen das nächste Spiel an, aber werden natürlich auch analysieren, wie wir in diesem Spiel reingekommen sind und in der Crunch-Time wir das auch gelöst haben, beziehungsweise nicht gelöst haben.